Wa'alaikum salam wa rahmatullah. Möglicherweise wäre es angepasster oder angebrachter, das Wort Al-Walid hier als Gattungsbegriff zu verstehen für die erzeugenden Elternteile. Denn so haben es einige der Shurrah erklärt, sie sagten Al-Murad bil-Walid al-Jins, dass mit dem Begriff Al-Walid hier die Gattung gemeint ist, ja, in der erzeugenden Elternteile. Also auch die Mutter oder beziehungsweise die Mutter dann erst recht, umso mehr. Und denn wenn wir auch den Kontext betrachten, dann sehen wir auch, dass es hier nicht nur um den Vater geht, sondern um die Eltern eigentlich. Denn in dem Bericht, und der ist tatsächlich bei Tirmidhi ibn Majah und anderen überliefert, dort kam ein Mann zu Abu Darda und er fragte ihn, er sagte, meine Mutter befiehlt mir so und so. Und dann sagte Abu Darda, ich habe den Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, Al-Walidu awsatu abwab al-Jannah. Der Vater ist das Mittlere, das Beste, die höchste Tür im Paradies. Also ich habe jetzt auch Vater gesagt, Al-Walid. Yani, du siehst, hier geht es nicht um den Vater. Die Mutter hat ihm ja etwas anbefohlen. Also mit dem Walid ist hier sind die Eltern gemeint. Hier ist gemeint die Birrul Walidain, die Güte zu den Eltern, die Zärtlichkeit, die mit den Eltern, die Empathie zu den Eltern, das Erfüllen ihrer Rechte, des Gehorsams und so weiter.